Molesing gegen der Feldhoff in der 88. wo keiner mehr an. Ein Wunder auf diese Lustenauer. Jetzt auch mal spielerisch im Offensivdrittel unterwegs. Waller ist wieder exzellent gelöst und das ist das 2:0. Die richtige Antwort auf diesen Anfangsdruck der Grazer. Und da gibt's das Samba-Tänzchen. Da wird jeden Lustenauer. Und wieder Noel Javi mit einem weihnachtlichen Pass. Zauberhaft. Gute Flanke, Tabakovic, und jetzt ist der Deckel drauf. 3:0 für Austria Lustenau, Haris Tabakovic. Jetzt behauptet. Und es muss Tempo rein, über die Außenbahn, anders wird es richtig schwierig. Wobei das Zentrum jetzt mal besetzt ist. Ranacher mit einem Kopfball! Und aus dem Nichts geht Lustenau in Führung. Man kann nach 33 Minuten sagen, dass es keine... Tanzt da schön durch und bekommt den Strafstoß. Sorge für Brandon Bayer. In der ersten Halbzeit ist das die Hinrunde nicht mehr ganz so lange andauert. In Liga 2 am Spieltag. In Liga 10 alleine in den letzten 10 Spielen. Oder natürlich auch Kadirs. Und Baldo mit dem Tor, der ist drin. Etwas überraschend. Der 68. Linke Seite. Gutes Passspiel wieder Wallace. Auf Thomas Meyer. Schöner Doppelpass und das ist die verdiente Führung. Hat sich abgezeichnet, 30 Minuten gespielt. So kennen wir Lustenau. Aber so selten haben sie es auch gezeigt. Seit dem Restart wunderbare Kombi. Diese Vorarlberger Traditionsmannschaft sein. Wallace. Ja. Gleich mal mit dem ersten Abschluss, dem ersten Tor. 2 Minuten gespielt. Die Hausherren führen. Haben sich nicht. Die Lustenauer noch bei Steyr hier nach der ersten Hälfte. Wie gesagt, bei Steyr die Ersatzbank ohnehin dünn besetzt. Bei Lustenau, da hätte Damas Tiefenbach mehr Optionen zu wechseln, aber der darf sich jetzt mal über den Ausgleich freuen hier. 50 Sekunden. Der muss da den etwas weiteren Weg gehen. Gegen Bicirovic verfügt natürlich über das nötige Tempo, um da vorbeizukommen, macht das auch. Jetzt muss Bertaccini zum Ende. Wallace gut gesehen auf Ranacher. Aufgegangen und jetzt läuft vielleicht die Konterchance über Wallace. Gut auf Meier. Markovic für Wallace. Der sucht eine Anspielstation. Jetzt geht Gmeiner in die Tiefe. Sehr schön gespielt bei den Gut gemacht. Wieder nach. Pascal Hofstetter gegen Wallace. Ja, der versucht es und schafft es auch brasilianisch. Bisschen Glück gehabt und Tabakovic legt ihn ab. Zu Hause gewonnen gegen Austria Lustenau. Finals aus Oberösterreich, das am 23. August passiert. Jetzt endlich zum Scheitern verurteilt war. Und Wallace, der spielt jetzt. Immer wieder gute Aktionen vom Brasilianer. Der ist sehr stark am Ball, hat auch eine gute Übersicht. Ranacher jetzt mit der Chance. Beziehungsweise auf der Innenseite. Wieder Gmeiner. Und Wallace, und das. Also wenn jemand zu früh losstartet, dann schaut das lächerlich aus. Und man kann mal fragen. Gemacht von Wallace, ja, der vermacht. Gute Aktion von Wallace.
Lustenau spielt jetzt wieder mit etwas mehr Selbstvertrauen, spielt zielstrebig. Johannes Geis, der auch diese Rolle sehr oft gespielt hat, abgegeben. Aber mit Ausnahme dieser Chance für Feiertag. In der Umschaltsituation Wallace. Guter Wechsel auf Alexander Ranacher. Platz für Austria Lustenau. Auf der linken Seite Wallace. Gut gesehen bei ihm. Von Anfang März wiederholen im ÖFB Semifinale, ÖFB Cup Semifinale natürlich. Wallace, schön gut. Meier auf Wallace. Meier mit links, das ist ein stärkerer. Ja, das war schon das Maximum, was er hat.